Das war so ein Testding, dass ich einem Kumpel von mir zeige, wie einfach man die Dinger hier verändern kann. Und habe bis jetzt vergessen, dass ich es ändere. War jetzt nur so ein kurzer Gag, dass ich das hier mal ausprobiere und ihm das zeige und ich hab's vergessen. Scheiße. Jetzt habe ich es in meinem Texture Pack drin. Ja, gut. Ist ja noch bei weitem nicht fertig. Es kommt alles noch. Aber den Kameraden nehme ich natürlich gerne mit. Oh, Kühe. Aber ich würde mal sagen, 38 Fleisch, die reichen der Zeit. In der Höhle war ich auch schon, oder? Nein! Das gibt's nicht. Was gibt's nicht? Das gibt's nicht, sage ich. Ah, ich bin heute ein Wortspast. Total unfähig, Wörter zu formulieren. So. Ich will das Level 13 mal hinter mir lassen. So, und bin Level 14. So. Jetzt scheiße ich bald auf das scheiß zweite Schwein. Jetzt werde ich zurückkommen und ein zweites Schwein ist im Gatter drin gespawnt. So. Das wäre too funny. Much too funny. So. Oh, war wieder ein Schaf, das geschoren werden will. So. Ich muss die Nackten endlich mal schlachten. Vielleicht spawnt hier dann mal was Neues. So, ich laufe wie der Wind, damit ich nicht angegriffen werde. Jetzt mache ich mal eins hier. Hoppala. Eins höher, bitte. Dass hier vielleicht nicht mehr ganz so viel heraus spawnt. So. Schweini. Du bist noch vorhanden. So, jetzt muss ich hier außen rumlaufen. Hui, bin rübergekommen. So, ich bin irgendwie schon wieder so wortkarg. Es passiert mir immer so extrem schnell. So, wo habe ich hier noch Kohle drin? 7 Stück dürften reichen. So. Habe ich bald wieder gekochtes Fleisch? Du kommst mal kurz in die Inventarleiste, dann kann ich was fressen. Nein. So. Schon sind wir wieder satt. So, ich dürfte mal ein bisschen Zeug ablegen. Wo habe ich denn den Setzling hier? Die Leder kann ich hier reinpacken. So, in die Kiste kommt Eisenohren, auch wenn es nur eins ist. Das kommt hier rein, der Fans kommt hier rein. Die Slabbies, das Stonebrick. Noch irgendwas, was ich verräumen kann? Nein! So, ab durch die Mitte. So. So, hingelegt. Kurz wieder gestreckt. So, was habe ich denn jetzt eigentlich am Wolle gesammelt? 22 Stück, auch nicht schlecht. So, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Mal der Nachbarschaft beim Brennen zusehen. Nee, zu gewöhnlich. Mal wieder das Zuckerrohr abbauen. Ja. Könnte ich. Es ist hochgewachsen. So. So.
Hier wieder mal eine Runde schwimmen gehen, weil die Hälfte wieder daneben geflogen ist. Ich müsste fast noch so ein Feld anlegen, dass ich hier mal anständig Bücher machen kann. Wie viel habe ich denn jetzt? Nicht unbedingt viel. Aber ich will es auch nicht übertreiben. Ach, scheiß drauf. Lass ich jetzt mal. Und ich könnte ja hier, weil ich ja hier so eine schöne Wasserstelle habe, dann pflanze ich hier mal ein bisschen was. Seit wann wächst das Zeug auf Sand? So, so. Nein, nicht aufeinander setzen, so. So, 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 so. So, habe ich gesagt. Das dürfte plantagentechnisch mal reichen oder auch nicht. Ein Unterwasserweg, cool. Atlantis, ich habe Atlantis gefunden. So. Da muss ich mir nicht an der Bude alle zustellen. Wenn ich es hier auch machen kann. Die Bürger haben da sicher nichts dagegen. So, dich nehme ich auch mit. Gut, auf Gravel geht's nicht. Ist aber irgendwo verständlich. Oh, hier könnte ich noch. Ich begrüne euch nur die Gegend, Jungs. Fünf Stück habe ich noch. Ach du, was das? Ich dachte mir schon drei Stück. Die verpflanze ich jetzt auch noch irgendwo. Wird sich ja irgendwo ein Plätzchen anbieten. Sieht aber schlecht aus. Reiß ich ihm mal hier den Zaun weg? Ich bin mal so frei. Ne? Was mache ich denn? So. Und jetzt kann das Zeug wachsen und dann dürfte das auch bald mal genug sein, dass ich hier was auch reißen kann. Und jetzt hole ich mal ein paar Äxte. Und ich mache eine Försterrunde, weil mir schon wieder das Holz ausgeht, so wie ich mich recht entsinne. Und dann schlagen wir das arme Holz. Schwein, wo bist du? Schwein! Schwein! Das Schwein ist es entkommen. Grunzi! Grunzi! Hallo, Grunzi! Ja. Die Kiste ist schuld. Definitiv die Kiste ist schuld. So. Ich räume erstmal das kurz ins Haus alles. So. Hierhin Erde. Boah, Erde habe ich ja wirklich en masse. So. Ich baller hier jetzt mal alles rein und was ich brauche, nehme ich hier gleich raus wieder. So. Das dürfte reichen. Muss ich mich beeilen, nicht dass es verloren geht. Wäre schade drum. So, jetzt machen wir die Kiste auch mal auf einen Schlag leer. Und zack. So. Grunzi! Grunzi ist wieder da. Ich hab dich so lieb, Grunzi. Grunzi! Komm, kriegst du was zum Essen hier. So. Für das, dass du brav wiedergekommen bist. Mich würde interessieren, wo das Schwein jetzt gerade vorhin war. Oder habe ich total mich
verguckt, dass ich dieses Schwein nicht sehe. So, kurz geräuspert mal wieder. So, das kommt rein. Dirty Harry, wie immer. So, so. Da, 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 da. Alles raus, was nicht reingehört. Nochmal zweimal Dirty Harry. So. Sind wir hier frei. Cobblestone haben wir auch. Dann hier haben wir die Kohle. Ah, meine Kohle, genau. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Hier kann ich nichts reinpacken. Sand. Dirt kann hier raus. Na, 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 na. Den Sattel packe ich hier rein. Die Fences kommen zu den anderen Fences. Eine Ho. Eimerchen könnte ich hier reinpacken, ja. So. Hier kommt der Knochen. Der Knochen. Habe ich hier sonst nichts drin, was hier rein könnte? Doch, die Seeds habe ich hier drin. Wheat. Wheat kommt ein bisschen zurück. Hier kommt das noch rein. So, den zweiten Bucket habe ich vergessen, dass ich hier reinpacke. Dann die Glasscheiben hier rein. Die Wolle kann auch als Baumaterial hier rein. Die zwei Kisten stelle ich gleich mal auf. So. Dirt kommt noch hier rein. So. Spinnenauge muss in die Kiste hier. So. Die Äxte nehme ich mit. So, jetzt muss ich aber hier mal konkret durchtauschen. Ja. Gut. Ich glaube, ich gehe jetzt Holz schlagen. So, dass ich auch mal eine Menge Holz jetzt habe. Eine Menge Holz vor der Hütte. Ich höre einen Zombie und das gefällt mir nicht. So. Wird's in etwa schon wieder dunkel. Ich glaube, ich muss gleich wieder zum Hofen zurücklaufen. Oder vergucke ich mich? Es wird wirklich dunkel. Schlage ich mir noch ein bisschen Holz. Nette Musik. Da kommt Nostalgie auf. Hätte man Bock, gleich so ein altes Spiel wieder zu nehmen und erstmal fett durchzuzocken. Aber um ehrlich zu sein, die alten Spiele, die sind echt hardcore zum Durchzocken. Das finde ich aber irgendwo cool, wenn man sich verbissen an irgendwas rumkämpfen muss und nicht so easy durchspielt wie manch anderes Spiel heutzutage. Ich finde es aber gut, dass die Indie-Games, also die Billig-Spiele und die in Eigenproduktion jetzt wieder auf die Hardcore-Schiene zurückgreifen. Also, dass echt Hardcore werden kann. Wie zum Beispiel Super Meat Boy. Das ist eigentlich das beste Beispiel für. Das wird streckenweise so bockenschwer, dass der echt einen Hass kriegst schon fast auf das Spiel. Aber das macht ja gerade den Reiz an diesem Spiel aus. Und ich baue mich jetzt hier runter, denn ich habe Angst vor Gesocks. Wie immer. Aber das macht den Reiz echt von den Spielen aus.
Und das wünsche ich mir eigentlich mal wieder beim Ego-Shooter oder sowas. Nicht einfach durchrennen und es schaffen, sondern wirklich Frustmomente. Aber nicht so wirklich extreme Frustmomente, sondern nur so, nicht, dass ich jetzt eine halbe Stunde durch eine Passage laufe, ohne speichern zu dürfen. Und dann, bam, bist du tot und dann eine halbe Spielstunde für den Arsch. So was meine ich nicht, sondern wirklich.